Ja, ich bin immer noch auf dem Campercamp unterwegs und ich kenne ja als Sackmarkise nur die Thule und auch die Fiamma-Markise. Ihr habt ja mein Video vielleicht gesehen. Ich verlinke es euch gerne nochmal hier oben. Und Vorzelte ist ja gar nicht so mein Thema, weil die einziehen muss. Es gibt ja was Schönes, was man verbinden kann. Und jetzt stehe ich hier bei einem Rolli-Vorzelt. Die sind hier auf dem Campercamp vertreten. Und da gehen wir mal rein und schauen uns mal das Vigo Rolli Plus an. Und wir kriegen sogar fachkundige Unterstützung von Michael, den wir gerne mal dazu interviewen, was das Rolli denn für Vorteile bietet. Also, los geht's, wir gehen mal rein. So, hier stehen wir jetzt mal drin im Rolli Plus, also quasi ein Volleinzugsvorzelt. Und hier ist auch schon der Michael. Hallo Michael. Moin. Der sagt uns gleich hier was zu den Vorzügen, was das Rolli Plus hier alles so kann. Ich zeige es euch einfach mal kurz in der Aufnahme. So, und jetzt zu Michael. Michael, erzähl uns doch mal, was das Vorzelt oder diese Markise, es ist ja irgendwie so beides, genau, was das Rolli Plus uns quasi bietet. Also es ist im Endeffekt eine Art Zwitter zwischen Vorzelt und Sackmarkise. Der Vorteil bei dieser Variante hier ist, dass wir wirklich auch die Seitenteile komplett im Kederprofil mit drin haben und somit mit der Dachware verbinden. Obwohl es eine Sackmarkise ist und vom Aufbau her relativ einfach. Man hat also wirklich die Vorzüge eines Vorzelts, dass man rechts, links komplett geschlossen ist, ohne dass Regen oder Wind durch die Seiten wie die typischen Sackmarkisen von Thule oder von Fiamma mit der Anpresswulst sind, da nichts durchkommt. Genau, also das ist genau das Thema. Das hatte ich ja auch. Ich habe hier auch eine Sackmarkise gehabt. Da hast du halt den Sack hier oben hängen. Der ist normalerweise oben geschlossen. Hängt er dann quasi am Wohnwagen, das kennt ihr sicherlich. Und wenn es ein Teilvorzelt ist, dann hängt das hier runter am Wohnwagen und ihr müsst mit so einem Wulst quasi am Wohnwagen fixieren, aber ist es nie ganz dicht. Und das ist halt hier bei dem Vorzelt nicht der Fall, genau, bei der Markise nicht der Fall, weil du hast die Seitenwände komplett im Volleinzug. Das heißt, die werden auch in die Kederschiene eingezogen bis ganz unten. Letztendlich ist es dann eigentlich ein Vorzelt, ne? Genau, richtig. Also vom Prinzip her kann man wirklich sagen, ausstattungstechnisch ist es ein typisches Vorzelt, was jetzt die Windstabilität betrifft. Hier ist es sogar noch ein Tickchen besser von der Stabilität her, weil wir ja vorne die extrem große Welle oder die Aluminiumrolle sozusagen mit dabei haben, was die Stabilität wesentlich erhöht gegenüber einem herkömmlichen Vorzelt. Genau. Die ist so stabil, dass man sogar Klimmzüge dran machen kann, wenn man sie beherrscht. Okay, das probieren wir jetzt nicht aus mit zwei. Ja? Also für mich war auch wichtig, ich denke mal, diese Rolle hier kennt jeder, der eine Sackmarkise kennt. Also ich auch. Hier sind aber keine Stangen drin, deswegen hat sie auch keinen Hohlraum. Das heißt, sie ist stabiler. Und diese Stangen hier immer sind dabei, die dann quasi hier reingestellt werden. Genau, sie sind auf jeden Fall im Lieferumfang enthalten. Und werden dann, nachdem ich dann die Markise sozusagen ausgerollt habe, seitlich später hineingeführt. Genau, die werden hier in diesen Keder reingeführt, sind also fest mit verbunden. Richtig. Und auch hier oben im Dach sind mehrere Stabilitätsstützen drin. Ich zeige es euch einfach mal rund. Das sind jetzt insgesamt 5 Stück. Und die sind immer dabei, egal wie groß das Vorzelt genau das. Oder also die Markise ist. 5 Dachstangen sind soweit serienmäßig mit dabei. Genauso wie 3 Frontstangen oder Orkanstützen. Wir empfehlen natürlich, dass man diese dann erweitert auf 5 Stück, ne, dass man 5 im Dach hat und 5 vorne in der Front. Hier sieht man es zum Beispiel ganz gut. Wir haben die eine jetzt hier hingesetzt, da wo die Tür ist, um es einfach optisch auch ein bisschen schöner zu machen, ja, dass ja, das die Tür stimmt. vernünftig eingerollt ist. Und auch gerade wenn der Wind kommt, dass man hier nicht diese Flatterbewegungen hat, die natürlich für eine gewisse Geräuschkulisse sorgen. Ja, genau. Was ich auch erwähnen will, haben wir gerade eben gesagt, diese Verschlüsse hier, diese besseren Verschlüsse, sind hier Standard. Das muss man auch erzählen, weil ich finde die bombastisch, nicht so wie diese normale Schrauben, die kennen vielleicht viele, das sollte auch erwähnt sein. Und ihr habt einen Doppelkeder, ne? Doppelten Faultstreifen. Doppelfaultstreifen, genau, richtig. Das heißt, wir haben 15 cm Faultstreifen nach außen hin, dass man dort eine saubere Kante hat und die Abspannelemente so von draußen her nicht erkennt. Innen drin wiederum haben wir einen 35 cm langen Faultstreifen, um dort dann auch mit Teppich oder mit Folie, je nachdem wie die Witterungslage es ist, vernünftig arbeiten kann, ohne dass dann ja ein Fluss sozusagen im Vorzelt genau, also sieht entsteht. Sieht auch optisch sehr gut aus, muss ich sagen. Also es wirklich sieht sehr, sehr gut aus. Sind auch Aussparungen drin hier für die Stangen. Ihr seht das, das ist nicht reingeschnitten oder so, das ist original so. Ne? Dieser Ausschnitt, dass da die Stange stehen kann. Ne? Genau. Ja, was man auch erwähnen sollte, die Gardinenbefestigungen oder die Leisten sind dabei. Die Gardinen gibt es optional im Zubehör dann entsprechend.
Und man kann die Seitenwände und Frontwände auch rausnehmen oder runterklappen. Genau, ne? Lässt sich als Veranda soweit abklappen oder man kann sie auch komplett rausnehmen. Also hat halt den Vorteil, wenn man wirklich einen Wetterumschwung hat, dass man dann nicht die Front- oder die Seitenteile komplett erst wieder fixieren oder einziehen muss, sondern einfach über einen Reißverschluss dann sozusagen komplett verschließen kann. Genau. Also das ist wirklich, also für all diejenigen, ich hatte ja die Woche mit einigen geschrieben, oder letzte Woche mit einigen geschrieben, wegen Sackmarkise, aber die wollen wegen kleine Kinder, wollen sie lieber einen Volleinzug haben, dann ist das hier wirklich eine Gelegenheit, die wirklich passend wäre, weil ihr habt die Vorteile einer Sackmarkise, die am Wohnwagen hängen. Ihr könnt das Ganze aber auch, wie hier zu sehen oder dargestellt, das soll jetzt ein Wohnwagen darstellen, die Kederschiene natürlich, ja. Ihr könnt das Ganze mit den Seiten und Frontteilen entsprechend einem Vorzelt quasi gleich machen und habt im Prinzip letztendlich ein Vorzelt über die gesamte Wohnwagenlänge und Breite, genau, und alles. Ne? Was hat das für eine Tiefe hier, um es nur mal zu erwähnen? Das ist jetzt 2,50, gibt es aber auch alternativ als 3 Meter tiefe Variante. Ja. Okay. Und hat auch sogar den Vorteil, ich möchte es euch gerne mal kurz hier anhand eines Bildes zeigen. Ah, sehr gut, ja, ich filme das Bild ab. Ja. Man hat sogar die Möglichkeit, hier auch noch ein Sonnensegel oder einen sogenannten Wainblocker vorne mit dran zu setzen, um einfach nochmal noch mehr Tiefe zu erzeugen. Hier oben haben wir auch noch was sehr Nettes abgebildet. Man hat also auch die Möglichkeit, bei dem Rolli Plus, so wie wir jetzt gerade hier drin stehen, wie auch bei allen anderen Rolli Plus Modellen, die wir anbieten, 4 Stück insgesamt, es zu unterteilen, dass man sagen kann, ich habe ein Teilzelt und den Rest habe ich immer noch als Veranda. Gerade ganz geil, wenn es morgens wirklich schön ist, dann frühstückt man sozusagen im offenen Bereich. Und im Nachmittag, wenn ein Wetterumschwung da sein sollte oder es ungemütlicher wird, habe ich immer noch meinen komplett geschlossenen Bereich. Man ist also sehr funktionell, was gerade die Serien hier betrifft. Ja, finde ich auch ein wichtiger Punkt, glaube ich. Also gerade jetzt mit diesen, dass ich verschiedene Optionen, verschiedene Möglichkeiten habe, ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Jetzt kommen wir noch zum Schluss zum Preis. Nee, erst zu den Größen. Lass uns erstmal die Größen reden. Genau. Wir haben ja hier einen Volleinzug. Das heißt, das Umlaufmaß des Wohnwagens spielt eine große Rolle. Das definitiv. Also wir fangen an bei der Größe 5 und hören bei der Größe 15 aus. Das heißt also, wir sind im Endeffekt bei 410er Modell und gehen dann wirklich auch extrem hoch bis ein 680er zum Beispiel. Okay. Na, also jetzt nur von der Modellbezeichnung her, sprich, dann reden wir schon über Tandemachser. Da decken wir eigentlich alles soweit mit ab. Okay, das heißt, die Leute brauchen ihr Umlaufmaß. Nach des Umlaufmaßes habt ihr eure Größe vom... Genau das. Von der Markise könnt ihr dann quasi bestimmen. Genau das. Ne? Also das größte Umlaufmaß wäre dann zum Beispiel 1225, was wir derzeit somit anbieten. Okay, aber ist schon relativ, 1225 genau. Ist schon relativ groß. Genau. Richtig. Ne, das ist jetzt hier eine der Varianten, die nennt sich bei uns Ambiente. Mhm. Ist also sozusagen das Einsteigermodell in der Rolli Plus Variante, ist von der Ausstattung her so, wie man es herkömmlich braucht und auch wünscht, was normales Vorzelt betrifft. Wir bieten das natürlich in unterschiedlichen Variationsmöglichkeiten an. Die Alternative dazu wäre dann auch das Panoramik. Da sieht man dann einen kleinen Unterschied. Da sind mehr Fliegengase-Elemente vorne in der Front mit drin und es ist alles aus Fensterfolie, wo man auch keine offensichtliche Tür mehr hat, aber dort lässt sich alles als Tür umbauen. Okay, also ich habe da auch so ein offenes, das ist nur Fliegenschutz. Genau. Das heißt, kann man hochrollen, man sieht es ja, es ist gerade hochgerollt, dass ein bisschen Luft reinkommt. Und das eine Fensterelement hier ist gerade als Tür, das ging natürlich auch hier seitlich. Hier auf der anderen Seite ging es oder es ging auch hier wahrscheinlich. Ne? Genau das. Okay. Man kann die Fronten also tauschen und sprich, man hat rechts und links hier bei dem Ambiente einen seitlichen Eingang. Die lassen sich ebenfalls tauschen, wenn man zum Beispiel sagt, ich hätte die Tür nicht gerne hier, sondern möchte sie hierhin machen. Ne? Einfach aus dem Grund, ich hätte hier gerne zum Beispiel die Kühlbox stehen. Das soll von draußen nicht so ersichtlich sein, auch gerade was Sonneneinwirkungen betrifft. Ja, das ist ein Punkt, ja. Ja, also man ist dort sehr, sehr flexibel. Okay, sehr gut. Gut, dann habt ihr auch, ich sehe jetzt gerade hier oben, dass in der Ecke, das ist ja so eine Art Spanngurt. Ne? Das heißt, das ist ein Sturmband sozusagen für die Innenabspannung. Mit der Aufnahme hier, dass man wirklich draußen keine Schnüre hat, sondern kann dieses wirklich wunderschön hier unten am Fuß fixieren, ne, wenn man jetzt hier runter geht und hat draußen keine Stolperfallen. Okay. Gerade wenn es dunkel ist, ist es auf jeden Fall sehr hilfreich. Okay, so jetzt nochmal zum Preis. Wo liegt jetzt so ein... Also Anfang ist so ungefähr 2.500 muss man damit rechnen, aber dann ist halt auch wirklich alles dabei. Alles dabei. Ne, das heißt, wie gesagt, die 5 Dachstangen, die 3 Frontstangen, man hat eine Radkasten-Windblende soweit mit dabei. Ne, das heißt, guter Punkt, ja. Die muss man dann auch nicht separat dazu kaufen.
Ausgenommen sind Sondermodelle, gerade bei Fendt mit dem tiefen Einstieg oder bei Tandem AXA sollte man optional was dazu nehmen. Okay. Heringe sind mit dabei, so dass man es wirklich so aufbauen kann, wie es derzeit steht. Okay, und kannst du was zum Gewicht sagen? Was wiegt das jetzt alles? Das ist ja auch immer beim Wohnwagen immer ein Thema, beim natürlich, Gewicht, ne? Natürlich. Also bei der Größe hier, das ist jetzt die Größe 8, die wir hier präsentieren, liegen wir ungefähr bei 34 Kilogramm. Das, was allerdings permanent am Fahrzeug bleibt, ne, sprich die Sackmarkise an sich. Also die Rolle an sich hier. Genau, die hier im Sack mit drin ist. Da liegen wir ungefähr so zwischen 12 und 14 Kilogramm. Oh, das ist wenig. Das ist so der Durchschnittswert, hängt natürlich immer mit dem Umlaufmaß zusammen. Das ist klar, wie groß die Markise. Aber genau. 35 Kilo für alles zusammen ist nicht viel, ne? Nein, also das ist verhältnismäßig echt gering. Ein klassisches Vorzelt wiegt auf jeden Fall mehr. Ja. Jetzt gehen wir mal raus, wir gucken mal nach den verschiedenen Optiken. Ihr seht jetzt hier die Optik, wir gucken uns das gerade mal an. Und zwar seht ihr es hier klassisch in dem Schwarz-Grau, nenne ich es mal, ne? Genau. Ist von der Farbgebung her. Richtig. Ne? Das ist eine Farbe, die ihr habt. Ne? Ja. Aber was ich zum Beispiel total geil finde, ist dieses Camouflage. Ne? Heißt, genau. Das ist jetzt ein Modell, was sie hingestellt haben als Teileinzug. Das seht ihr mal, dann würden dann hier entweder bleiben hier seitlich die Felle offen zum Wohnwagen hin. Oder halt als Schaumstoffwulst gibt es ja auch eine Version. Ne? Genau, richtig. Wie gesagt, das ist die Einsteigerklasse. Das nächste, nennt sich jetzt Rolli One. Das nächste wäre das normale Rolli. Da haben wir dann wieder Andruckwulste, weil es ein typisches Teilzelt ist. Okay, genau. Aber jetzt nur mal von der Farbe. Man würde auch dieses Zelt hier das, in diesem genau, Farbton das Rolli bekommen. Plus selbst gibt es ja, wie gesagt, in 4 unterschiedlichen Ausführungen. Ambiente, Panoramik, Lounge und Modul. Die Modulvariante selbst bieten wir in 3 Farbvarianten an. Einmal hier in dem Camouflage, so wie wir es jetzt gerade sehen. Alternativ dazu in einem Weiß-Anthrazit-Grauton. Oder jetzt ganz neu, Rebel Camper technisch unterwegs, in einem Moos mit orangefarbenen Applikationen. Das können wir auch gleich gerne mal anhand des Covers am Katalog zeigen. Ja, dort kommt, ist mal es hin. Nämlich gerne einmal abgebildet. Ich glaube, das ist vielleicht noch interessant. Also zumindest ich finde es interessant, vielleicht viele von euch auch. Kommt einfach mal mit uns. Wir gehen einfach mal jetzt in dieses Teilvorzelt rein. Auch hier ist die offene Tür dann. Und wir schauen uns das gerade mal zusammen an. Auch hier sieht man, also das Raumgefühl hier ist auch echt super, muss ich sagen. Du hast halt hier neben offen, aber das kenne ich bei mir auch so. Das muss man mögen. Oder es gibt es ja auch mit dem Wulst. Wie gesagt, haben wir ja eben schon besprochen. Ne? Genau, hier sieht man es im Endeffekt. Ah ja, das, guck mal. Rolli One sozusagen. Als Einsteigermodell lässt sich vorne mit Reißverschlüssen verbinden, sodass man es komplett schließen kann. Ist aber eher für die leichtere Variante, schnellere Variante ausgelegt, sodass man es eher wie ein Wayne-Blocker, Sun-Blocker seitlich aufstellt, so wie man es von herkömmlichen Markisen kennt. Ja, genau. Hier sehen wir im Endeffekt jetzt einmal das Rolli Plus in der Farbe Moos. Das ist das farbtechnische i-Tüpfelchen, was wir dieses Jahr auf dem Caravan-Salon vorgestellt haben. Also grünliche Ton, ne? Mit genau, gelben Nähten oder was, ne? Wenn man so genau jetzt, richtig, ne? Orangene Nähte sind das soweit und es hat einen typischen Mooston, also einen hellen Grünton. Mhm, sehr gut, sehr schön. Ja, ich denke, ich hoffe mal zumindest, es war für viele von euch interessant, das zu hören, auch mal von einem Profi wie der Michael, der von Vigo kommt und uns das einfach mal vorstellen kann. Für mich war es wirklich interessant, weil ich ja Vigo-Zelte vom Namen kannte und viele auch schon die Kommentare geschrieben haben. Hier, guckt ihr mal Vigo an, die verbinden so ein bisschen beides, die klassische Sackmarkise und das eigentliche Vorzelt. Und von dem Modell konnte ich mich jetzt überzeugen und ich hoffe auch für euch war es interessant. Lasst mir gerne mal in die Kommentare da, was ihr dazu meint. Also ab in die Kommentare da mit. Und damit vielen Dank, Michael, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir das drehen konnten jetzt gerade auf die Schnelle. Und vielen Dank fürs Zuschauen euch. Macht's gut, ciao. Tschüss.